last contact we had with anybody was 17th of October. CN1 in Bedfordshire. From what I could work out, they were fighting over food. Never heard anything more. So that's it. We're done. There's no one else out there. Or if there is, they've got no idea we're here. 12th of November, 1992. The day this became our tomb. Christ, I need a drink. Das war's. Ich hätte es einfach mal weiterlaufen lassen. Falls doch noch was kommt, aber da komme ich nicht mehr raus. Ah, guck mal hier. Richtig, das Problem hier unten jetzt, sich da durchzuwursteln mit nur einem Arm. Ebene 5. Oh, und überall dieses rote Licht, das ist so unangenehm. Er will und muss hier raus. Aber was ist dann da draußen? Was ist da? Wenn da alles verstrahlt ist, sterben wir halt dann draußen. Aber jetzt sterben wir sowieso, also auch drinnen. Dann können wir wenigstens mal Tageslicht noch sehen, bevor es zu Ende geht. Am Ende sind wir der letzte Mensch der Welt. Die nehmen wir. Ach so. Mhm. Nein, da kommen wir. Hier hin. Da war er auch schon mal. Da ist er noch hinterher. Was ist denn nur passiert? Hat er nur schon alles durchmachen müssen. Plot Twist. Es ist Nacht. Oh. Das wär's, dann würde er gar nichts sehen. Ah, geschafft. Trotzdem, die ganze Luft und alles, also die gute radioaktiv verseuchte Luft. Nein, es ist trotzdem was anderes.
Nachts ist es dunkler als im Bunker. Und kälter. Er hat eine Figur sogar wieder... Hier. Warum liegen da Leichen? Sind das Leichen? Was war das? Also das eine sah aus wie eine Leiche. Achtung, Quicktime-Events. Okay, ich pass auf. So riesengroß, diese Anlage. Kam gar keins. Why would I give you a way out, Margaret? You and the little rat are not going to leave. You're not going anywhere. We're all gonna die down here. John, no! Es kann uns niemand mehr was antun. Aber es war Notwehr. Er wollte gerade seine Mutter umbringen. Und danach ihn. Mein Gott, der arme Kerl. Danach spielen wir aber was Lustiges. Haben sie da seine Leiche reingeschleppt? Also auf jeden Fall was mit vier Zahlen. We're safe here. And that's all that matters. As long as I'm here, I'll look after you. Nothing can hurt us now.
Yes, Mom. I love you, John. What's the code? Also auf jeden Fall was mit 7, 8 und 3. Aber ich hab... Das waren doch 4. Ah, die 6 ist noch ein bisschen schmutzig. Okay, also wenn wir nach dem Verschmutzungsgrad gehen, dann wäre es 3, 7, 8, 6. Awakenings. Der liegt da jetzt seit... Da war er noch ein Kind, keine Ahnung, 15 Jahre? Scheiße. Das muss echt stinken da. Hier liegen irgendwie mehr Leichen. Die haben die alle umgebracht. Komm. Leucht halt richtig rein und schaut, da die Schlüssel sind. Und batsch nicht einfach da in die Leiche rein. Igitt. Ist das ekelhaft. Doch, ich kann was machen. Hier. Thank you.
ganze Zeit hat man gedacht, der Typ wäre so böse. Seine Mutter und er, die haben die ganzen Leichen da reingelegt. Sonst hätte er das ja auch gar nicht gewusst, wieso die da sind, ne?